was geht's, liebe Leute? Ich bin Crush45ETNN, begrüße euch nun zu meinem neuesten Let's Play-Projekt. Wir starten durch mit Sonic Origins Plus. Nach Sonic Mania bekommt nun auch Sonic Origins seit gestern Freitag, den 23. Juni 2023, ebenso ein Plus-Update spendiert. Dieses beinhaltet sowohl alle 12 Game Gear-Titel, wenn auch leider Gottes nur emuliert, und Knuckles für Sonic CD, als auch jetzt Classic Amy zum allerersten Mal auch für alle 4 Haupttitel spielbar. Damit feiert sie ihr allererstes offizielles spielbares Debüt. Zudem auch, weil jetzt auch in diesem Jahr Sonic CD und damit sowohl Metal Sonic als auch Amy ihr 30-jähriges Jubiläum feiern. Also nachträglich alles Gute und nachträglich auch alles Gute für Sonic und Eggman zum 32. Geburtstag. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife, legen wir wieder los. Wir werden natürlich jetzt bei diesem Plus-Update natürlich mit Classic Amy alle 4 Haupttitel durchspielen, als auch alle Game Gear Titel anzocken. Und manche von ihnen auch gleich komplett durchspielen. Ach, was ich noch vergessen habe zu erwähnen. Zudem ist das Spiel jetzt auch schon in physischer Form jetzt auch für alle aktuellen Konsolen erhältlich. Und das für 40 Euro. Also für bis zu 40 Euro mit allen Inhalten, inklusive einem Artbook. Und ja, da kommen wir aber zu einem großen Problem, das ich hier zu kritisieren habe. Denn anders als zum Beispiel in Sonic Mania, das Spiel hat am Anfang 20 Euro gekostet, das normale Hauptspiel. Und das Plus-Update hat 5 Euro gekostet. Die physische Variante hingegen kostet, also zusätzliche 5 Euro. Und die physische Variante Sonic Mania von Sonic Mania Plus kostet 30 Euro. Die 5 Euro sind ja extra wegen den physischen, exklusiven physischen Inhalten und deswegen ergibt es auch Sinn. Aber hier kommen nur die Besitzer der physischen Variante richtig auf ihre Kosten. Denn hier muss man nur 40 Euro zahlen für alles, inklusive dem Plus-Update und den ganzen Digital Deluxe-Kram. Weil das normale Spiel hat ja mindestens 40 Euro gekostet und mit den Digital Deluxe-Inhalten 5 Euro noch zusätzlich, also 45 Euro. Und jetzt das Plus-Update muss man noch 11 Euro draufrechnen. Sprich, wir zahlen also 16 Euro mehr für weniger. Also bis zu 16 Euro mehr für weniger. Und zwar alle, die von vornherein die Digitalvariante gekauft haben, inklusive meinerseits. Das ist schon eine extrem sinnfreie Antikonsum-Scheiße. Das kann man kaum in Worte fassen. Das ist das totale Gegenteil von dem, was eigentlich Sonic Mania richtig gemacht worden ist. Was soll denn das? Und das Schlimme ist noch, um zusätzliche Salz auf die Wunde zu streuen, im Mediamarkt kostet das sogar nur 35 Euro. Und das noch nicht mal auf Aktion, anders als zum Beispiel Tears of the Kingdom, das zum Release um 10 Euro zur Aktion zur Verfügung stand. Denn das Hauptspiel, also denn ansonsten kostet das Spiel 70 Euro. Zum Vollpreis. Aber bei Geschäften wie zum Beispiel beim Mediamarkt durfte ich das zur Aktion, zum Release als Aktion, also zur Aktion für 60 Euro kriegen. Und im Mediamarkt kriegt man das Ganze um 35 Euro und das ist das Plus-Spiel. Mit allem! 35! Ich musste also, wie gesagt, fast doppelt so viel zahlen für weniger! Inklusive andere, die. Alle anderen, die was digital oder sogar Digital Deluxe gespielt haben, weil wirklich, man kann nämlich das Plus-Inhalt nicht alleine mit den exklusiven Plus-Inhalten nicht separat kaufen. Das geht nicht. Weil das Plus-Inhalt bindet auch den ganzen Digital Deluxe-Inhalte auch noch zusätzlich. Und und den Plus-Inhalt kann man nicht separat für weniger kaufen und selbst wenn. Würde man trotzdem immer noch mehr zahlen für weniger. Es ist einfach nur
Hallo, was soll die Scheiße? Das ist wieder etwas... Das ist auch der Grund, weshalb ich bei Sega immer noch misstrauisch bin. Weil den Entwicklern selbst, denen kann ich vertrauen. Aber Sega? Nee. Das obere Management-Team müssen wirklich noch... Die verdienen wirklich jegliche Kritik, die man ihnen entgegenwirft. Hass jetzt nicht unbedingt, aber Kritik auf jeden Fall. Weil die Entwickler werden auch schon in letzter Zeit immer beschuldigt, dass sie dem Franchise nur schaden wollen, während das eigentlich der Urheber, also die Firma, das obere Management der Firma selbst fabrizieren hier. Für die Entwickler arbeiten. Naja, gut. Ich würde sagen, wir legen jetzt los. Wir starten mit Sonic 1 mal wieder. Zudem auch soll jetzt auch so ziemlich alle Bugs gefixt worden sein, die noch übrig waren seit dem letzten Update. Und sogar der Drop Dash soll gefixt worden sein. Das habe ich nämlich probiert. Das will ich euch auch erstmal schnell mit Sonic selbst zeigen. Weil der Drop Dash bei Sonic 1 und Sonic 2 war nämlich so, dass man nicht, während man den Drop Dash einsetzt, so stoppen konnte und umdrehen. Hier, jetzt funktioniert das. Der Drop Dash ist gefixt worden. Nicht schlecht, oder? So. Aber wir wollen ja jetzt mit Classic Amy durchstarten. Mit ihr werden wir natürlich das normale Spiel spielen, das heißt nur mit den 6 Chaos Emeralds. Den Debug-Mode wollen wir jetzt nicht machen, oder dass wir jetzt die 7. Special Stage machen. Und ja, switch mal. Ganz eigenes Moveset. Noch zudem, wenn man nochmal in der Luft... Wenn man nochmal in der Luft X-Knopf drückt, dann ja. Also beim Sprung Kicksnuff drückt, ja, macht sie diese Hammer-Umkreisung. Also es ist wie ein verbesserter Insta-Shield. Erinnert mich auch an Anton Blast ein wenig. An seinen Sprung-Hammer-Move. Ob es wohl davon inspiriert worden ist? Ich meine, Fanentwickler haben ja mitgearbeitet an den, beziehungsweise jetzt aktuell auch Indie-Entwickler, aber auch, Fanentwickler, ich meine natürlich, die Rede ist natürlich von Stealth and Headcanon, haben auch mit an dem Spiel gearbeitet und von daher könnte ich mir das schon durchaus vorstellen, dass sie davon Inspiration, also dass sich davon inspirieren ließen. Aber anders als zum Beispiel in Spielen wie Sonic Advance, da rollt sie sich auch nicht, da ist sie nicht in der Luft empfindlich, sondern rollt auch gleich und greift damit auch Gegner an. Weil wie gesagt, das ist in Spielen wie... Und ja, auch ihr eigenes Schild. Aber in Spielen wie Sonic Advance war das vorher nicht enthalten. Gut, in Sonic Advance 2 hat man das hinzugefügt und in Sonic Advance 3 hing das von der Teamkombination ab. So. Mal sehen, wie gut ich noch mit diesen Special Stages umgehen kann. Weil... Fail! Ja, das beantwortet meine Frage. Aber ich kann wenigstens froh sein, dass jetzt... Ich kann wenigstens froh sein, dass jetzt Classic Amy auch ihren ersten spielbaren Auftritt bekommen kann, weil Amy hat ja generell nur einen offiziellen spielbaren Auftritt erst in ihrer modernen Variante bekommen. Mit der Advance-Reihe. So, jetzt war. So hätte es von vornherein laufen müssen. So. Haben eh schon zu viele Münzen, die können wir eh für nichts mehr ausgeben. Da hätten sie zum Beispiel auch wirklich sowas hinzufügen, also zusätzlich noch eine Option hinzufügen können, wo man selbst im
Jubiläumsmodus stattdessen Leben und Continuous wieder besitzt, so wie ein Classic-Modus. Weil ich meine, der Classic-Modus ist ja praktisch der Jubiläumsmodus nur in 4-2-3 reingestreckt worden. Und wie gesagt, das muss ich wiederum sagen, ist ja wirklich sehr irreführend. Denn warum finden wir nicht gleich die emulierte Variante von, warum findet man nicht gleich eine emulierte Variante von den ersten drei Sonic-Titeln hinzu beim Classic Mode? Weil ich meine, wenn sie schon sie aus den meisten Online-Shops die listen, dann sollten sie wenigstens so viel sein, wenigstens. Oh nein, komm zurück! Gerade noch geschafft. Sollten sie wenigstens auch so viel sein, einfach dafür, damit sie auch wirklich sollten sie wenigstens dafür sein, damit es auch korrekt wäre, gleich auch hier die emulierten Varianten von den Originalspielen hinzufügen. Weil das wäre wirklich deutlich weniger irreführend, vor allem für neue Spieler, die das Franchise erst kennenlernen. Naja. Weil ich weiß, natürlich ist das immer noch nach wie vor eine bessere Art, als das Original zu spielen. Aber trotzdem, wie gesagt, es dient halt nur dazu. Also das soll halt nur der Richtigkeit dienen. Damit man, wie gesagt, neue Spieler nicht in die Irre führt. Und zudem möchte ich jetzt erstmal gucken, weil als ich ein bisschen länger gedrückt habe, hat sie so gespinnt. Warte mal. Oh! Sie setzt auch so eine Art Drop Dash ein. Nur, dass sie losstimmt mit ihrem Pico-Pico-Hammer. Aber den Pico-Pico-Hammer selbst kann sie leider nicht angreifen, so wie in Sonic Advance zum Beispiel. Oh. Na, noch dazu hat er nicht so viel Speed drauf wie Sonic selbst. Das finde ich schon ein bisschen schade. Sie ist also praktisch eher ein leichter Reskin zu Sonic. Weil das ist auch hier, das kann man auch hier als Insta-Shield hier betrachten. Nur, dass er sogar noch länger hält. Ja, das finde ich schon schade, dass man da nicht mehr gemacht hat, weil, wie gesagt, ansonsten, die Animationen und so sind eigentlich ganz in Ordnung und clean bei ihr. Aber ich finde es schade, dass man nicht mehr Abwechslung reingebracht hat. Ich meine, die einzigen Sachen, die ich feststellen durfte, die noch nicht gefixt worden sind, leider Gottes, sind, dass sie den schlechten Soundtrack aus, also die schlechten Varianten von den Proto-Soundtracks aus Sonic 3 und Knuckles, also den Ersatz für die ganzen Michael Jackson und Brad Buxer-Musiken, ersetzt haben durch, geremasterte Varianten von den Protos, also von den Original-Proto-Soundtracks. Ich habe ja schon in meinem Let's Play zu Sonic Origins gezeigt, wie es eigentlich klingen sollte. Weil das, was Junzo Noi da gebracht hat, also ein Spindash hat sie auch, nice. Junzo Noi dort hinzugefügt hat, das geht wirklich auf keine Kuhhaut. Ihr wisst es. Das hat mich schon ziemlich geärgert. Weil es ist klar, ich erwarte wirklich nicht, dass die Michael Jackson bzw. Brad Buxer Soundtracks auch noch hinzukommen, weil aus legalen Gründen, weil ich weiß ja, seit dem Tod von Michael Jackson ist es halt schwierig, da an Lizenzen ranzukommen. Also deutlich schwieriger. Und dann ist es natürlich verständlich, dass sie
keine Gelegenheit haben. So keine Gelegenheit hatten, nochmal die Soundtracks hinzuzufügen, die besseren. Aber trotzdem, hätten sie wenigstens jemand anderen, also hätten sie wenigstens einfach nur leicht geremasterte Varianten, also sprich, dass die ohne die Soundchip-Limitierung, also ohne die Konsole, dass sie die Konsolenlimitierung einfach rausnehmen und ansonsten den Track, also die Tracks unberührt einfach nochmal hinzufügen bei den, also beim Spiel, und das war's. Weil ansonsten, wie gesagt, Jun Sonoi, ich respektiere ihn, ich finde immer noch, er ist ein super Musikkreierer, aber, also Sound Director, aber seine klassischen Kompositionen haben wir feststellen dürfen, sind einfach nur oberste, aber sowas von. Mit modernen, also nur mit modernen Instrumenten ist er wirklich ein absolutes Biest. Weil ich meine, das hat man auch vor allem bei seinen eigenen Remixen von den Sonic Colors Ultimate Soundtracks deutlich gemerkt. Wie geil die, also deutlich gemerkt, weil die waren wirklich einfach nur das Beste von den ganzen geremakten Musiken, aber sowas von. Die habe ich am meisten abgefeiert. Deswegen sollte auch wirklich von jetzt an wirklich nur bei moderner Instrumentierung bleiben. Und wenn es um klassische Komposition geht, vielleicht lieber T. Lopes ranlassen oder andere, die ähnlich kompetent sind. Wenn man nur so eine Idee, ne? Aber wie gesagt, leider Gottes sind diese Tracks nach wie vor noch enthalten. Und es heißt sogar, ich meine, ist mir persönlich nie wirklich aufgefallen, weil ich finde nach wie vor, dass es nicht schlecht aussieht, aber es heißt, die Spiele haben leider Gottes es sollen eigentlich ein bisschen verschwommener sein, weil sie nämlich keinen speziellen Filter benutzen, der die Pixel deutlich besser schärft. Ist mir natürlich jetzt persönlich nie so wirklich aufgefallen, weil an sich finde ich es trotzdem nicht so schlecht, was ich hier sehe. Aber als dann wirklich so Vergleichsbilder gezeigt worden sind, da konnte ich den Unterschied schon deutlicher feststellen. Und ja, das ist nach wie vor immer noch nicht enthalten. Das haben sich auch Fans gewünscht, dass das implementiert wird, aber konnten sie auch nicht machen. Leider Gottes. Es sind halt nur hauptsächlich Bugs gefixt worden. Zum Beispiel hat der Drop Dash und auch bei Sonic 3 Knuckles, bei Marble Garden wurde auch der eine Bug gefixt, wo das Geröll weiter runter regnet, wenn man schon den Miniboss zum ersten Mal begegnet. Das habe ich auch ausgetestet und das funktioniert jetzt auch anständig, so wie es sein sollte. Aber trotzdem, was auch noch zusätzlich kritisiert worden ist und was mir gar nicht aufgefallen ist am Anfang noch, bei Sonic 3 Knuckles ist auch der komplette Soundtrack generell so, klingt auch ein bisschen dumpfer als das Original, also, wie soll ich sagen, oh, fehlt mir noch ein Ring, oh shit, könnt ihr noch ein Schild irgendwo kriegen. Upp. Verpisst euch hier. Flap-Flaps. Ihr Robo-Flap-Flaps. So, schaffe ich alle hier. Yay, yeah, Baby. Punkte, Bonus, pur. Ah. Nice, ein weiteres Schild. Nein! Wieso hatte... Ich wollte eine Rolling-Attack einsetzen. Bei Spin Dash ist zu riskant. Da wäre ich in die Lava reingeraten. Okay. Jetzt fühle ich mich auch schon wieder etwas sicherer. Na komm. Tempo. Also, was ich sagen wollte. Es hat sich nämlich herausgestellt, bei den Mega Drive, bei den
auch bei den ganzen normalen Tracks, generell bei Sonic 3 und Knuckles, nämlich die Tatsache, dass von einem Mega Drive tatsächlich die Soundtracks aufgenommen worden sind. Also wie durch ein Mikrofon oder so. Deswegen klingen die auch nicht so stark, würde ich mal sagen, wie vom Original selbst, also wie von der Originalkonsole selbst. Und das hat mich auch, und ja, dann, als ich dann nochmal genau hingehört habe, habe ich mir auch gedacht, what the fuck, wie konnte ich das nur überhören? Aber das hat mich auch ein bisschen verärgert, muss ich sagen. Und das wurde leider Gottes auch nicht gefixt. Also es gibt wirklich immer noch viele offensichtliche Fehler im Vergleich zu den Originalspielen, die sie sich leider nicht geschert haben zu fixen. Und das finde ich natürlich mehr als schade. Aber, ja. Mit dem müssen wir wohl... So. Aber, ja. Die muss man wohl leben. Es wurde ja generell den Entwicklern nicht genug Zeit gegeben, für das Originalspiel zu entwickeln, weshalb es leider Gottes in so einen unfertigen Zustand rauskommen musste. Weil... Stealth und Headcan hat das schon über Twitter mitgeteilt, dass ihnen nicht genug Zeit gegeben wurde. Sie wollten halt den Release verschieben, aber Sega hat Nein gesagt. Es musste zum Jubiläum von Sonic rauskommen. Ja, da merkt man, dass Sega leider Gottes ihre Lektion noch immer nicht gelernt haben, dass sie nichts rauschen sollen.